Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Black Sad. Anderes Skin. Vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren und jetzt viel Spaß mit dem Video. Können wir nicht irgendwie wegfahren? Das Auto war ja jetzt nicht unseres hier, ne? So habe ich das gleich verstanden. Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Ich glaube, das ist sein Auto. Aber wir können damit halt leider nicht wegfahren. Das wäre zu schön. Dann werden wir einfach nochmal telefonieren, ob wir nochmal Informationen bekommen. Weil irgendwie müssen wir ja an Informationen kommen. Ja, aber ist auch nichts mehr, oder? Wissen Sie sonst noch etwas von dem Tag, an dem Sie das Dingsbums mit den Sprungfedern und den Farbeimer gefunden haben? Ja. Nein. Warte, du da. Nein, jetzt, wo ich's recht bedenke. Nein. Hey, Meister, wie wär's, wenn du dich mal bei einem gut aussehenden Ziegenbock mit einer Fluppe bedankst? Natürlich, bitteschön. Wenn das nicht anders möchte. Du glaubst, du bist für meinen erbärmlichen Zustand nicht verantwortlich? Du glaubst, du hast keine Schuld? Die Regierung war's, hat mich in den Krieg geschickt. Mich auch? Oh, natürlich. Dann weißt du ja auch, wie das ist zu töten. Na, dann ist noch so ein trauriger Penner ja auch kein Problem mehr, Herr Professor. Ja, ich habe Leute getötet. Und doch willst du mir nicht dabei helfen zu sterben? Moment, das war's ja gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, also, weißt du, wir Ziegen springen gern von einem Thema zum nächsten. Die Regierung hat für alles geblecht. Uniform, Fraß, Waffen, Kaschemmen, Drogen. Weißt du, woher das Geld dafür kommt? Steuern! Deine Steuern, werter Freund. Du hast denen geholfen, mir die Beine abzunehmen. Ich erkläre den Krieg. Krieg? Bei jeder erdenklichen Gelegenheit, damit die Waffenindustrie, die ihnen den Wahlkampf finanziert, reicher und reicher wird. Und noch reicher. Und noch reicher. So finanzieren wir denen ihre Kriege. Auch nur die kleinste Verbindung zur Korruption macht uns zu Komplizen. Es sei denn, man schafft es, sie sich auf Armeslänge vom Leib zu halten. Genau das habe ich gemacht, getreuer Lehrling, im Million Star Hotel. Also, gefällt dir dein Meister, der Große? Hey, wie heißen Sie eigentlich? Sie haben mir nie Ihren... Oh Mann, ey. Jetzt ist er weggepennt. Ach, Mann. Erzählt und pennt dann weg. Schwach. Gucken wir nochmal, ob wir telefonieren können. Muss doch irgendwas wissen.
Ich glaube, ich habe im Fall Dunn eine neue Spur. Ich habe rassistische Schmierereien an den Spinden in Dunns Boxclub entdeckt. Er war recht liberal, was Rassismus angeht. Vielleicht stand sein Tod ja damit in Zusammenhang. John, die Hälfte der Verbrechen, die in dieser Stadt geschehen, haben rassistische Hintergründe. Solange sie keine wasserdichten Beweise dafür haben, dass es kein Selbstmord war, sind mir die Hände gebunden. Ich denke, das war's. Schade. Irgendetwas fehlt, um alles zusammenzufügen. Abgeschlossen. Doch ein wahrer Detektiv verlässt das Haus nie ohne seine... Manchmal muss auch der erfahrenste Detektiv nochmal zurück nach Hause, um seine Dietriche zu holen. Oh Gott. Das ist wirklich unser Auto. Es geht weiter, Freunde. Ich hoffe, das war kein Klient. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ach, ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. Gehen wir auf Spurensuche, um die Dietriche zu finden, oder was? Ja, super. Ja, super. Ja, da hatte ich meine Dietriche gelassen. Na. Hier ein Tipp für angehende Detektive. Tut so, als hättet ihr ein Alkoholproblem. Klienten stehen voll auf Stereotype. Der wahre Grund? Mit Tequila mache ich meine Dietriche sauber. Ich war gerade damit fertig, als dieses Nashorn reinkam. Vielleicht sind sie bei dem Kampf ja runtergefallen. Das kann gut möglich sein. Buchhaltung ist nicht gerade meine Stärke. Mit Ausgaben kenne ich mich aus. Nur das mit den Einnahmen will mir nicht in den Kopf. Das ist schlecht. Was ist, wenn das Einzige, was einen noch am Leben hält, genau das ist, was einen nicht vorankommen lässt? Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Sie würde mich ja eh nicht hören. Manchmal tippe ich darauf auch Berichte, die kein Schwein liest, und Rechnungen, die kein Schwein bezahlt. Das ist natürlich blöd, ne? Dann gucken wir mal unter dem Sofa, ob die da vielleicht runtergerutscht sind. Dann müssen wir das Sofa wohl wegschieben, wa? Die meisten Detektive fühlen sich mit einer Pistole in der Tasche wohler. Mir persönlich sind Dietriche lieber. Immerhin kann ich mir bei diesen kleinen Kerlchen sicher sein, dass die nicht nach hinten losgehen. Das stimmt. Und nochmal ans Telefon gehen? Hallo? Telefon?
Hölle warst du bloß, John? Ich dachte, du bist an dem Fall dran. Hey, ich mache hier nur meine Arbeit. Nächster Halt, die Wohnung von Bobby Yale. Na gut, versuch einfach ein wenig kommunikativer zu sein. Du hast einen beschissenen Eindruck hinterlassen und jetzt will Sonja sich das mit dir nochmal überlegen. Alles klar. Wenn man bedenkt, dass wir nicht mit ihm reden durften, mit ihr reden durften, also das ist ja unglaublich, unglaublich. Der gute alte Weekly hat bei diesen Fotos ganze Arbeit geleistet. Oha. Ich frage mich, ob das Nashorn wirklich den Nerv gehabt hätte, das Ding zu benutzen. Gute Frage. Ich frage mich gerade nur, warum man das nicht ganz zumacht wieder. Was ist hier? Ganz schönes Chaos, wa? Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Was hast du nur gemacht, um dir die Bewunderung einer jahrtausendealten Kultur zu verdienen, Vetterchen? Und hier war gerade auch irgendwie ein Bild, genau. Wunderbar. Da müssen wir den nächsten Mal wieder reingucken, weil wir haben ja jetzt mittlerweile schon wieder einige gesammelt. Da, da hinten liegt noch eine. So, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Kann ich meine Jacke nehmen? Nö. Aber wir können rausgehen. Wir gehen. Im Nachhinein wünschte ich, dass ich meine Dietriche nie gefunden hätte. Dann wäre ich vielleicht nicht zurück zum Boxclub gegangen. Ich stieß das Tor zur Hölle auf. Das klingt nicht gut. Das klingt absolut nicht gut. Bobby Yales Wohnung lag auf dem Weg, also beschloss ich, mitsamt meinen Dietrichen vorbeizuschauen. Der Boxclub konnte warten. Sonja und Jake hatten bereits alles durchsucht, ohne Ergebnis. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Oh Gott. Schon wieder? Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich zeigen und... Zumindest in Büchern. Au. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.